Kinosaal mitten im Freien, das gibt's nur im Spreon-Park. Die Filmnächte starten in die zweite Woche. An jedem Abend können Popcorn, Nachos und kühle Getränke unter freiem Himmel genossen werden. Die Blockbuster, Action- und Krimifilme laufen immer ab 21.30 Uhr. Wem das zu spät ist, bereits am Nachmittag um 16 Uhr gibt es einen Kinderfilm. Der ist ideal für Familien in den Sommerferien. Am Sonntag wird beispielsweise der gestiefelte Kater gezeigt. Tickets gibt's ab 9 Euro, Kinder zahlen 6 Euro. Die Filmnächte Cottbus im Rosengarten des Spreon-Parks gehen noch bis zum 6. August.